Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando. Und in der letzten Folge ging schon drunter und drüber, als wir mit den Separatisten hart um die Brücke von Kachiro hier auf Kashyyyk gekämpft haben, denn wir mussten sie unbedingt zerstören, um die Invasion der Separatisten aufzuhalten, haben das da auch nach wirklich, wirklich heftigen Gefechten mit einem gezielten Schuss mit dem Mukli, den Raketenwerfer, auf eine Treibstoffleitung hinbekommen. Und heute steht eine neue Mission an, eine weitere Mission hier auf Kashyyyk, und die wird der Wookiee-Widerstand sein. Ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Der Konflikt ist eskaliert. Alle Hoffnungen der Wookiees, die feindlichen Invasoren zurückzuschlagen, ruhen auf dem tapferen Krieger Tarful. Das Delta-Team muss sichergehen, dass er seine Kräfte gegen die Bedrohung durch die Separatisten vereint. Und Tarful kennen wir ja noch aus der ersten Mission, haben wir ihm den Arsch gerettet, denn er saß in der Gefangenschaft von General Grievous Leibwächtern, den Magna-Wachen, und anscheinend gibt es jetzt wieder ein Zusammentreffen mit diesem tapferen Wookiee-Krieger. Auf geht's! Ja. Team, Sie haben den Brückenbogen gesprengt und den Vormarsch der Separatisten gestoppt. Bringen Sie die Sache jetzt zu Ende. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Die Separatisten hatten genug Zeit, diesen Brückenabschnitt zu besetzen. Rücken Sie zum Hangar vor und achten Sie unterwegs auf Wookiees, die Ihre Hilfe brauchen könnten. Okay. Begeben Sie sich zur anderen Seite der Brücke. Ja, warum auch nicht? Hier haben sich die Kranoschar natürlich auch schon fett breit gemacht. So, kurz nachgeladen. Und draufgeschossen. Guten Flug. Wünscht Ihnen Delta Airline. Auf das Jetpack, Mann. Ich brauche auch ein bisschen Spaß. Der Job ist doch so hart. So. Ein Raketenwerfer auf der letzten Folge haben wir noch am Start. Den würde ich dann auch, glaube ich, gerne behalten. Natürlich. Blechbüchsen. Oh, von da auch. Angreifer eliminiert. Der nächste. Ja. Du hast so gut ins Jenseits befördert, 7, und Angriffsformation einnehmen. Wir gehen mal weiter, und die Mine habe ich natürlich nicht übersehen. Alles ruhig. Ja. Erledigen Sie das. Wir müssen aufpassen. Ja, liegt vielleicht an der Mine, 7. Naja, 6-2, du nimmst den Sequenzer mit. Erwischt. Noch einer. Okay. Oh, noch eine Mine, noch eine Mine. Sequenzer entschärfen. Ja, Sir. Kommt da noch mehr Sammler? Ja. Scheiße. Verpiss dich, du dreckiger Banause. Na, ich hasse sie. Ich hasse die Sammler. Oh. Und wen ich auch hasse, sind natürlich Kandoshana. Danke. Okay, hier wäre eine gute Position für unsere Scharfschützenbombe. Die ist auch voll. Nur nicht voll nachgeladen. Na super. Komm, steck das Köpfchen raus, oder auch nicht. Ja, man weiß es nicht. So, wer ist der bessere Scharfschütze, ist jetzt natürlich die Frage. 4-0. Ich glaube, das ist... Die geplante Route ist versperrt. Suchen Sie einen anderen Ausgang. Laut klarer Punkt Sieg für mich. Ja, Berater, okay. So, zack. Es gibt 100 extra Punkte, wenn man das Jetpack trifft, 4-0, also... Gehen wir weiter. Solltest du vielleicht noch mal ein bisschen üben. Wir müssen die Kisten aus dem Weg schaffen. Okay, Kisten aus dem Weg schaffen, gehe ich konform mit, aber zunächst würde ich gerne noch mal ein wenig meine Gesundheit aufladen. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Platziere Mine. So, hoch damit. Ich brauche Deckung. Bekommst du? Aber anscheinend... Ein paar Sekunden. Mein Scan zeigt mehrere Signale, sieht nach einem Hinterhalt aus. Yo. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Ich laufe dir nie in die Schusslinie. Panzerbrecher, ja. Den mag ich auch. Oh, was ist mit 6-2 los? Ich glaube, 6-2 ist in die Mine gelaufen. 7. Sprengung abbrechen. Scheiße, was zur Hölle? Ach, 6-2 hat auch auf 4-0 geschossen. Ach, Jungs. So, 7. Wenn du es nicht hinbekommst, mache ich das am besten mal. Warum musst du auch die immer wieder niederschrecken, die auf dem Boden liegen, Mann? 7. Das muss doch nicht sein. Hab doch mein Herz für die Kranoschaner. Wobei, das sind wirklich hässliche Viecher. So, ich hätte hier irgendwie noch mal gern Granaten. Ich habe ganz... Ah, Thermaldetonatoren. 5 Stück. Die tragen die Tranos ja immer bei sich.
Aber gibt's hier nicht irgendwie so EL-Detonatoren oder sowas? Hätte ich irgendwie Lust drauf, aber sieht momentan nicht danach aus, dass uns die Entwickler hier sowas Nettes bereitgestellt haben. Nee. Liegen nur überall die Waffen von diesen verfluchten Söldnern. Okay, die sollte ich diesmal nicht hochjagen. Da stehen nämlich unsere Jungs neben. So. Zurück, Deltas. Dann mal hoch mit dem Ding. Boah. Guter Kick, mein Freund. Du sollst Kickboxer werden. Ey, ey, wir sind Freunde. Dachte ich schon, der würde auf uns gehen. Ich hoffe, die Hugis wissen, dass wir ihre Freunde sind. So, danke, dass du uns die Klappe geöffnet hast. Oh, da liegt wieder ein toter Hugi. Ah ja, wir gehen jetzt da runter. 4-0, ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Hinter feindlichen Linien. Begeben Sie sich zum nächsten Sektor. Und abwärts. Sie sind im Wartungsbereich der unteren Brückenebenen. Sie müssen wieder nach oben, um in den nächsten Sektor zu kommen. Los, los! Nach oben also? Okay. Da war eine Bewegung. Gewehre bereithalten. Die habe ich sowieso immer bereit, selbst unter meinem Kopfkissen nachts 7. Du hast wahrscheinlich auch deinen ganzen Knarren. Söldner, in von den wo? Schichten. Ah, scheiße. Ja, die Granate war nicht schlecht. Ich bin beeindruckt, Sir. Aber wir sind natürlich besser. Ach, scheiße, wir sind hier voll in den Hinterhalt reingelaufen. Ach komm, 6-2, so ein paar Söldner können dir doch keine Angst einjagen. Ich bitte dich, du bist einer vom Delta-Kommando. So. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Okay, Jungs, nicht überrennen lassen. Die kommen immer noch aus den Schächten. Lasst sie uns ächten dafür. So, zack. Guten Flug. Delta Airline, ihr kennt den üblichen Tobak. So, der muss jetzt mal ein Messer ins Gesicht bekommen. Der macht doch alles Angst. Also mir machen Echsen eigentlich nicht so Angst. Auf diesem Angriffsschiff, wo wir alleine kämpfen mussten und da gegen diesen einen Elite-Trandoschan ran mussten, der hat uns auch ziemlich weggeballert da. Muss ich sagen, mochte ich Echsen nicht so, aber Angst. Ach, 6-2 im Team kann uns doch niemand was jemand anhaben. So, 4-0 steht ja schon so. Fixer, das ist deine Spezialität. Der Meister bei der Arbeit. Sag ich doch. Schon wieder? Ey. Dreckige Penner. Jetzt lasst uns doch mal in Ruhe, Jungs. So. Hacken wir erfolgreich. Ich liebe meinen Job. So. War's das? Guten Flug, wünscht Ihnen. Na komm, wünscht Ihnen. Delta Airline. Immer für Sie da. So, 4-0. Hat das gehackt, 7 hat sich geheilt. Mein DC-17 Blaster ist fast leer, aber das müsste schon gehen. Boah, die haben echt gute Tritte drauf. Kann man nichts sagen. Jo. Ach da, von da kommen die. Boah, auf den Line die Abschüsse zu schießen, das ist schon wirklich die ganz große Kunst. Boah, Querflieger, der hat den Abflug gemacht. Ach, von hinten wieder. Okay. Boah, rabiat diese Wookies, aber sie gefallen mir. So, was macht er mit dem? Ja. Wladimir Klitschko hier in Wookie-Form. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht, Herr Specht. So, 61 Schuss nur noch, das ist beängstigend. Aber sonst läuft das hier doch ganz gut. Hier ist eine Wookie-Armbrust. Ich habe eh diesen Repetierer irgendwie. Nicht mehr den Lenkraketenwerfer. Nehme ich doch mal die Armbrust mit. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Diese Trundle-Repeater. Sammler? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Autsch. Du gehst weg. Du gehst weg, habe ich gesagt. Dreckiger Bastard, ey. Nur auf mich, Jungs. Würdet ihr mir vielleicht mal helfen? Boah, ich... Der Wookie sagt, dass Starfall in Sektor 3 ist. Direkt vor Ihnen. Die Wookies konnten bis jetzt nicht zu ihm vorrücken. Sie sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ja, und ich bin auf die Unterstützung des Bacta-Tanks angewiesen. Boah, da haben mich die Sammler ziemlich in die Zange genommen. Da haben sie den Leader direkt identifiziert und sind voll auf mich gegangen. So, wo ist denn der Wookie von eben? Ach da, sehr gut. Unser schlagfreudiger Wladimir, ne? Oder bist du Vitali? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist Wladimir. Wie kann er das Tafel austeilen? Wir haben ja gesehen, der hat schon Magna-Wachen alleine mit ein paar Schlägen vernichtet. Man darf gespannt sein. So. Von vorn, Kommandos. Ja,
Eins, zwei. Volltreffer. Lauft mir nicht in die Schusslinie, Kameraden. Was geht denn mit dem? Wie wär's hier mit einem kleinen Panzerbrecher? Jetzt packen wir die echten Waffen aus. Ja. Ins Gesicht. Oh, scheiße. Ich bin hier etwas in der Schusslinie, danke. Ja, Moment. Da habe ich doch noch was. So. Panzerbrechenladungen sind doch immer wieder äußerst erquicklich. Ist der down? Nee. Jetzt aber. Den Tranoschana gleich mitgenommen. So. Manöver abbrechen. Reicht. Ist auch irgendwie makaber Panzer. Wir müssen sie ausschalten. Sektor 3 vor. Redet am besten nicht alle gleichzeitig, sonst verwirrt ihr mich noch mehr. Was trifft mich hier so heftig? Vielleicht sind es diese Granaten, die von allen Seiten geflogen kommen. Ich wollte nur sagen, es ist irgendwie makaber. So, scheiß Grenadiere ausschalten. Dass wir an den toten Wookies irgendwie diese panzerbrechenden Manöver starten. So. Das Scorch geht da vielleicht mal weg. Kann ich den auch wegholen? Delta, panzerbrechende Munition, da. Meine Lieblingswaffe. So, dann haust dem Ding auch rein. Los, los. Ja, ja, ja. Moment, Jungs. Struidika lebt doch noch. Okay, kleiner Tick bei... Tick. Weiter Trick bei Druidikas. Ach, scheiße. Ganz nah rangehen, dann können sie euch nicht treffen. So, Tafu ist direkt vor uns, aber ich bin ziemlich out of ammunition. Wir sollten uns auch mal heilen. Gehen wir weiter. Gegner terminiert. Moment. Bin in Position, Boss. Zusammenkommen hier. Sie, Factor, jetzt. Heilen, ich kümmere mich um den scheiß Druidi. Zwei sind sogar in dem Fall. Scheiße, der WC-17 Blaster ist leer. 07 ist einsatzbereit. Wir müssen noch hier irgendwo ein wenig Munition haben. Ammunition. Ah, ah, ja. Das ist ja wie im Schlaraffenland hier. So. Und gleich hoch mit der Gesundheit wieder. Volle Deckung. Ding, ding, ding. So, volle Deckung bin ich dabei. Nachladen bin ich natürlich auch dabei. Und jetzt können wir weiter vorrücken. Hallo? Jemand zu Hause? Ah, anscheinend nicht. Auf in den nächsten Sektor, würde ich sagen. Kashige schon schön, wenn nicht gerade Krieg herrschen würde, würde ich unsere Jungs vielleicht mal in so ein Wellness-Hotel hier einquartieren und dann würden wir ein bisschen entspannen auf so einer Baumplattform, irgendwie so mit ein paar Longdrinks, wäre schon geil, aber die Pflicht ruft. Call of Duty, ne? Wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's.